konnte Gott ihnen das nur antun? Gott hat nichts damit zu tun. Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Shay, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich unschuldiger ermorden lassen. Wie könnt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Macondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf! Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an, Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich beließe es dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufertempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung. Es gibt nur eins zu tun. Es gibt kein Zurück mehr. Ich hatte so Großes mit euch vor, Shay. Achilles, ich muss das tun. Und was genau müsst ihr tun, Shay? Noch
fast. I see him. Try running off now. Wie konntet ihr, Jay? Ich kann nicht. Ich werde das nicht mehr zulassen. All die armen Seelen. Was zählt da einem mehr? Jay! Was ist das? Eine Erinnerungsstörung. Es gibt wohl noch mehr Daten. Okay, Strohkopf. Ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shay muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert, die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tun kann. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shay ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Okay, Stroker. Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Trouvé ? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler ! Allons-y ! Benjamin Franklin, hinter dem ist Jay her. Franklin reiste nach England und Frankreich. Und der Kerl sagte Notre-Dame. Jay ist in Paris? Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Oh!
kill him. I don't care anymore. End it. I have him in my sight. Go along with the world. Cette fois. Shit! Was ist los? Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shell kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Shells Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shells ganzes Leben sehen. Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Ich langweile mich zu Tode. Shay Cormac ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die Sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Es gibt noch einen Server, über den wir an Shays nächste Erinnerung kommen. Na prima. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Ich hatte keine Lust mehr, auf Melanies Reparaturclou zu warten. Also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Mist! Ich vergaß, dass der Server eine Level-1-Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level-1-Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse! Jetzt können Sie in den Serverraum. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Sie sind drinnen. Alle Punkte bereit. Dann los. Los, los, los! Gute Arbeit, Strohkopf. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Kommen Sie her, aber schnell. Es scheint, als befreie das Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt.
Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Ich kann Sie hier nicht reinlassen. Sie sollten weitergehen. Ich brauche noch mehr Okuli. Solche ist das. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Hey, schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay, ich bin Cassidy und das ist... Barry!
Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Du Strolch, wie kannst du? Schnauze, Weib! Au! Lasst sie in Ruhe! Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber... Jetzt nehme ich es persönlich. I hope you break the decent one. I need a challenge. Und kommt ja nicht wieder! Danke, Shay. In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt. Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Unser Land. Und du bist kein Freund. He moves too fast. Bloody fucking hell. Das ist unsere Stadt, Mann. Shadows, I see. Ugh.
have no business aloft. Down. Got his sights on it. Have a taste of this, foolish ass. Macht es euch doch nicht selbst schwer. Macht es euch doch nicht selbst schwer. Must have something to Ja, wen haben wir denn da? Macht es euch doch nicht selbst schwer. Curses! He's gone too wild! I have a good line on him! Assist me in my retreat! Time!
Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Hier, nehmt das Diebesgut. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Welch gutes Werk! Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu... Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt.
I hope you put up a decent fight. Hold there! Trying to give us a slip. Christopher Gist, ich bin Shay Cormac. Angenehm. Aber was habt ihr für den Tag? Der Colonel schickt mich. I can get him from here. I have him in my sight. Got a good line on him. Fleeing is futile. You're on our territory. I've got a shot. I have a clear shot. I'm hidden from you. I have a clear shot! As clear a shot as I can get. Hey, do you think this is some sort of game? Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt! Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreißen wollt.
Yeah.
Wir... Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Richtig!
Yeah.